Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Willkommen bei Gegen den Strom. Und wenn Sie diese Reihe von Gesprächen schon etwas länger verfolgt haben, dann wissen Sie bestimmt, dass wir immer wieder Menschen einladen, die eben mit ihrem Tun, mit ihrem Denken gegen den Strom schwimmen. Und heute haben wir einen Gast hier bei uns im Studio, der dieses Motto wirklich komplett verinnerlicht hat. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Heidemarie Schwärmer. Hallo, Frau Schwärmer. Hallo. Frau Schwärmer, Sie leben ein Lebenskonzept, das ist so außergewöhnlich, nämlich Sie haben sich entschieden, komplett auf Geld zu verzichten. Das Das stimmt. ist ungewöhnlich. Wie lange gehen Sie diesen Weg schon? Also seit 15 Jahren. Also damals, als ich damit angefangen habe, war es eigentlich nur für ein Jahr geplant. Also das sollte ein Experiment sein. Und ich habe dabei halt ein ganz neues Leben entdeckt. Und behaupte ja, auch wenn andere darüber lächeln, dass das schon die Zukunft ist, was ich lebe. Und ja, darum kann ich natürlich auch nicht zurück oder möchte ich auf keinen Fall in mein altes Leben zurück, weil dieses Leben, was ich jetzt lebe, wunderschön ist. Sie sagen, das war ein Experiment. Wollen wir mal am Anfang anfangen? Wie sind Sie dazu gekommen? Was haben Sie vorher gemacht? Und wie kam der Impuls, dass Sie sagen, Moment, ohne Geld kann es ja auch funktionieren? Also ich glaube, dass ich das schon von Kindheit oder von Jugend auf im Kopf hatte. So, ich bin damals Lehrerin geworden, weil ich, also in meinem ersten Beruf, weil ich irgendwas in der Welt verändern wollte. So, dann habe ich gemerkt, na, in der Schule steht Leistung an erster Stelle. Dann habe ich das abgebrochen, dann bin ich Psychotherapeutin geworden, weil ich ja sehen wollte, warum gehen die Menschen so miteinander um, wie sie es jetzt tun, bekämpfen sich und so. Das wollte ich alles verstehen. Dann war ich jahrelang eben Psychotherapeutin, habe selbstständig gearbeitet und dann bin ich nach Dortmund gekommen für noch eine Umschulung, egal jetzt. Und da habe ich halt gesehen, dass da sehr große Armut herrscht. Also an jeder Ecke sitzt ein Bettler. Na, und die Obdachlosen stehen rum, trinken Bier und habe mir gedacht, so geht's doch nicht. Also ich habe das zum ersten Mal so konkret und so real miterlebt und habe immer gegrübelt, was könnte man tun. Und irgendwann gab es dann eine Radiosendung, wo jemand, ein Pastor, erzählte, dass in Kanada ein Dorf, ja, plötzlich ganz anders existieren musste oder funktionieren musste, weil die Fabrik, die es da gab und wo in der alle Leute aus dem Dorf gearbeitet haben, pleite machte. Plötzlich standen die alle ohne Arbeit da und es gab kein Geld und dann haben sie sich gesagt, ja, aber wir können doch alle was. Lass uns doch einfach mal gucken, dass wir miteinander tauschen, als wenn wir Geld bekämen.